Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Lands of Arne mit dem Sascha, dem Alex, der Amy, dem Aesthetic, Storm, der in die Luft schaut und nicht zu vergessen, Riku. Ich habe nicht in die Luft geguckt. Er hat Hi. an den Horizont gesehen, er hat die Wahrheit gesucht. Ja, ich hab in dem sternenblauen Himmel geguckt. Auf deiner Decke. Und dann hast du Nee, du gemerkt, meinst es verdammt. blau. Und dann Du hast du meinst gemerkt, es verdammt, blau. wir Ich fangen ja gar direkt nicht. Nein, an. ich hab. Wir Ich hab fangen da direkt was. an bei Riku, bevor du jetzt hier. Oh, Storm. More. More. So, Nein, ich hab okay, jetzt hören wir das mal. da Wir fangen an. Was ist das? Bei Ah, Riku. ich verstehe. Boah, Leute, Was jetzt soll mach das mal sein? Ja, klar. jetzt, gleich, jetzt, gleich, jetzt, voll, Schwert. ist doch. Wir fangen Ein jetzt an bei Schwert ist Riku und das. auf jeden Fall, Riku, du bist ja jetzt mit dem guten Frederik dort im Gasthaus immer noch. Es ist inzwischen schon dunkel geworden, da dass es bei den anderen jetzt auch gleich sein wird, dann, wenn sie dran sind. Und ja, du wirst jetzt von ihm gebeten, aufzustehen und mit ihm dann ins Gemach zu gehen. Okay. Also, das Okay, hat er dann jetzt stehe ich gemacht. heute. Ja, dann stehe ich, rücke zu den Stuhl nach hinten. Und naja, um mich halt irgendwie zu orientieren, wer nicht weiß, wo ich hingehen muss. Und er nimmt Ich dich weiß halt halt am nicht, wieder mit Arm. den Armen an oder so. Er nimmt dich am Arm und zieht dich halt mehr oder weniger in die Richtung. Oder führt dich in. Sagen wir, führt dich in die Okay. Richtung. Das klingt netter. Okay, das geht in Ordnung. Ich gehe halt mit dir mit. Okay. Ja, du gehst halt mit ihm mit. Und das ist halt. Das Gasthaus könnt ihr euch. Das ist jetzt für euch jetzt erstmal noch nicht wichtig, weil ihr eh in den nächsten 5 Jahren noch nicht dort ankommen werdet. Okay, Aber. frage ich nächstes Mal nochmal. Aber das Gasthaus sieht halt so aus. Es ist. Unten eigentlich wirklich wie eine Schenke aufgebaut mit so Fässern, wo halt so runde Platten drauf sind, die halt so als Tisch dienen und dann noch so kleine Stühle immer drumherum. Es ist ein Feuer auf der einen Seite in so einem Kamin halt mehr oder weniger. Dann auf der anderen Seite ist ein Tresen. Hier an der kurzen Wand jeweils ist der Tresen und der Kamin auf der gegenüberliegenden Seite und auf der langen Seite unten. Wenn ihr euch das jetzt vorstellt, unten kommt man halt rein, da ist die Tür. Und auf der gegenüberliegenden Seite geht es halt nach oben. Da ist eine kleine Treppe an der anderen langen Wand. Wenn ihr die Treppe hochgeht, findet ihr dort als einfach so ein. Es ist theoretisch halt aufgebaut wie so wie so ein. Ja, wie beschreibt man das? Es ist so eine kleine Etage mehr oder weniger, wo man aber halt so über eine Brüstung runtergucken kann. Eigentlich nur so ein Weg, wo du halt oben entlang laufen kannst und halt über die Brüstung runtergucken kannst. Und aus dem Weg halt gehen nach links halt immer die Türen rein in die jeweiligen Gasträume oder halt Hotelzimmer. Und er führt dich halt jetzt die Treppe hoch und halt in das Zimmer, wo die große Blume auch vorne drauf ist. Blaue Blume, muss man dazu sagen. Okay. Und er führt dich halt rein und ja, dort setzt er dich halt aufs Bett hin. Okay, was ist los, ey? Setz dich schon aufs Bett. Ja, werte Lady Amira. Dann werden wir doch mal unseren täglichen Schönheitsschlaf machen, damit wir so frisch und vergnügter sind wie heute auch schon. Und du hörst halt, wie er anfängt, seine Klamotten auszuziehen. Ja, Wie fällt der Amy naja, ich sag mal natürlich so, da wieder? ich ja nicht sehe, geht mir das relativ sonst wo vorbei. Ja, die fangen heute halt auch an, wieder aus meiner Kleidung zu schälen. Der Rest, der halt noch übrig ist, oder? Ja, Ich meine, so also viel hattest du irgendwo jetzt zu auch nicht mehr verbrennen an. lassen. Du hast den Mantel aber von ihm noch an. Genau, ja, den lege ich heute halt so säuberlich neben mir hin, weil ich eben nicht weiß, wohin hinlegen soll. Okay, du hörst, wie er neben dir halt den Mantel greift und halt ein paar Schritte geht und den halt irgendwie an die Wand hängt. Ja, dann lege ich mich dann auch schon, lege mich halt hin und ja. Ja, du hörst, wie er es, also du hörst und spürst, wie er halt sich hinlegt aufs Bett und halt neben dich. Und er hat einen sehr, sehr, er strahlt eine Wärme aus und hat einen sehr, sehr beruhigenden Atemrhythmus, muss man sagen. Lass mich halt davon ein bisschen einnullen, sag ich mal. Norm. Aber da ich ja die ganze Zeit durch die Gegend gerannt bin, denke ich, bin ich auch ziemlich erschöpft Du bist und wach auf. sehr erschöpft, ja. Ja, eben. Ich mache die Augen zu und versuche ein bisschen zu schlafen. Ja, das gelingt dir auch. Du schläfst eigentlich relativ zügig ein. So. Als du aufwachst, allerdings. Bist du schwanger, hast 3 Kinder gekriegt und bist schon Alles. verheiratet. So, nein. Wir gehen wieder zu den anderen, die jetzt gerade hier so fleißig waren, das Rad am Wagen zu reparieren.
Ja, ich laufe mal um den Wagen rum. Blumen, falls Helena mich lässt. Storm, das darfst du nicht. Kannst sie gerne mitnehmen. Du willst Ja, bei ich Helena zieh sie mit. bleiben. Ich zieh sie mit. Alter, das ist so. Kannst du das überhaupt noch? Komm mit, Das Junge, kannst du komm nicht mit, bei deinen Scroll. Die HP. stützt mich doch. Ja, trotzdem kannst du das nicht. Ja, dann. Komm mit, Helena, ich muss zu Lu. Ja. Natürlich, ja. Ja, Von komm. und zu Stormblade. Gut. Jetzt bist du noch mehr impressed. I Sie know. impresst sich selber, da kann nicht mal ich was für. Ab geht's, wir sind unterwegs. On the road again, Ab ey. geht's! Zu Loom! Road trip! Okay, Loom, du hast das Pfeifchen noch in den Mund und raus gerade. Ein, du fühlst dich Das gut. ja. Du fühlst dich sehr, sehr gut, obwohl es dir so schlecht geht. Und der Franz, der steht neben dir und hält sich so ein bisschen, so, es stützt so die Arme in die Seile und sagt so: Ja, mein Freund, weißt du, so ein Pfeifchen am Abend, wenn die Sonne so schon untergegangen ist, ist doch einfach was super Tolles. Jetzt ist nur die Frage: Wie sollen wir weiter vorankommen, wenn wir kein Licht haben? Wie sollen wir dann den Wagen reparieren? Deswegen wollte ich das noch schnell machen, aber da kam der Rainer, der war zu dumm dafür, und dann kam wieder hier der Baku und hat genörgelt. Also wir hätten es einfach viel zügiger machen können, mein Freund, aber nein. Was würde die Margret sagen? Ich verpasse das Abendessen, die Suppe, die gute Sehe Suppe von der ich den Margret. Sonnenuntergang? Also die Sonne ist schon fast untergegangen, ja. Okay, ich höre ihn gar nicht und schaue einfach nur in den Sonnenuntergang und denke, boah, ist das Leben schön. Was für ein Wichser, ey. Ich bin ein Wichser. Das kannst du auch schreiben als Und Vorteil dann, oder als wenn, Nachteil. als der Monolog fertig ist von Franz, drehe ich mich kurz zu ihm um und mache, Doch, Loom, du bist ein Guter, das wusste ich schon immer. Und er streckt dir die Ich Faust gerade hin. irgendwo Werbung. Du hörst immer zu. Ach, Leute. Twitch ist angegangen. Was? Da lief gerade Twitch-Werbung. Von Preacher, gute Serie. Ja. Zieh dann noch mal an der Pfeife. Ja, Schau gut. weiter in den Sonnenuntergang. Dann kommt wie heißt er noch hier? Ludwig Ludwig. kommt jetzt mit Helena um die Ecke. Aber Rainer, was willst du erstmal noch davor machen? Der Keil ist bis jetzt nur gelöst, ja? Der Keil ist draußen, er hat ihn rausgeschlagen. Boah, Wahnsinn, ey, was für ein Fortschritt. Sehr schön. Dann kann ich hier den anderen Befestigungsstab einfach rausziehen jetzt mittlerweile. Oder ist der immer Ja, noch zu fest, um ihn einfach nee, rauszuziehen? den kannst du rausziehen. Dann ziehe ich den raus, heb Du ziehst das ihn Rad raus. ab. Ja, machst du? Wird das direkt das neue Rad nehmen. Und draufstecken. Du versuchst es, ja, und du merkst, es ist festgewachsen. Bin schon lange dran, ne? Er hat das fucking aus dem Boden wachsen lassen. Was glaubt ihr eigentlich, dass es abfällt wieder direkt Ja, instant? das Das ist ist kein nicht so ein Gift. Apfel. Das Ach ist die so, Wagenrahmen. wenn das ein 900 Jahre alter Magier ist, dann erwartet das eine scheiß ordentliche Ich war Apfel. Zaubercastet. Ja, genau. Wagenradbaum. Der hat es aus dem Boden wachsen lassen, aus Ranken. Jetzt Nächstes Mal brauche ich einfach einen ganzen scheiß neuen Wagen. Ja, warum denn nicht gleich? Der ist dann aber auch festgewachsen. Wie ist das Ding denn jetzt befestigt? Das ist jetzt dann noch an so einem armdicken Ast. Ragt es aus dem Boden oder was? Ja, so circa, ja. Ich will das jetzt nicht mehr im Schwert abschlagen, ich zerstöre Alter, das Rad. Frag mich doch bist nicht einfach. da. Du bist nicht da, du stehst hinterm Wagen gerade. Und bist impressed. Und bist impressed vor allen Dingen. Was mache ich Du denn kannst jetzt? doch auch langsam abschneiden. Im Kampf war mein Schwert so stumpf, dass ich es anfassen konnte. Du hast fucking Lederhandschuhe an. Und du hast gesagt, es ist auch nicht so stumpf. Also scharf. Ja, es ist auch nicht so scharf, aber trotzdem könnte man damit schneiden. Oder hacken. Oder hacken. Ha oder stark schnell hacken, dass wir mal vorankommen. Ja, dann mache ich hier einen Hackschlag und Ja. spalte das Rad in der Mitte durch. Sperrt in der Hälfte durch. Gut. Ja, gut, ich versuche halt das Dann versuchst du Rad. für mich. Was? Ja. Alles klar, das Rad können wir uns schon mal von davon Ja, ist wahrscheinlich. Korrekt. Na, Okay, was? definier erstmal, was du machen willst. Ja, ich möchte mein Schwert natürlich unten am Übergang von Ast zu Rad ansetzen, Schwung holen und versuchen, das möglichst sauber da abzutrennen. Am Übergang. Am Okay. Übergang. Gut. Dann würfelst du für mich auf Geschicklichkeit, Geschicklichkeit und Boah. Stärke.
Hättest du, also ich sag das dir jetzt einfach, du würfelst jetzt da drauf und ich kriegst keine Erleichterung oder sonst was, hättest du gesagt, du willst einfach nur mittendrin abklopfen an diesen Ding, hättest du Erleichterung gekriegt, aber so willst du ja extra präzise das machen. Das will ich, ja. Und deswegen kriegst du keine Erleichterung. Ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass du mir jetzt Erschwerung gibst, aber. Nee, du bist nicht so inkompetent. Aber dafür ist das Ziehen dann leichter von dem Karren, wenn das vernünftig ist. Ja, das ist richtig. Ist. Oh, aber ja, ich wage so bestimmt. Ich muss den Scheiß ziehen, genauso wie du. Also. Du musst vielleicht gleich gar nichts ziehen. Jetzt wartet. Ja, fast. Oh. Würfel ist abgehauen. Eine Sekunde. Geschafft. 20. Also geschafft, nicht geschafft, geschafft. Ja. Ja, du holst halt aus, aber du bist dir einfach zu unsicher. Du holst so einen halben Schwung aus, willst zuschlagen, aber bist dir einfach zu unsicher, deswegen stoppst du kurz davor. Dankeschön. Okay. Mucko. Lächerlich, ja. Ja, das halt davor. Gut, haben die anderen mitbekommen, dass der das Kack gerade noch da am Ast festhängt? Ach, der höchsten Sparku. Ja, Sparku ist der Einzige, der bei dir noch steht. Die anderen sind alle dahinter und rauchen ihr Pfeifchen. Sparku, komm mal ran hier, hilf mir mal. Okay. Hast du eine Idee, wie wir das Rad ordentlich abbekommen von dem Ast? Marco, du willst es abbrennen. Du willst deine Lust auf Feuer an ihm auslassen. Also, ja, natürlich an dem Holz. An Rainer. Dicke Frage. Nee, an diesem Zwischending natürlich. Ja, das Zwischending, das könnte man eigentlich super gut abbrennen. Kannst du das so warte mal, warum überhaupt groß brennen? Egal, kannst du das so kontrolliert, dass das Rad unbeschädigt bleibt? Ich denke schon, dass ich das ganz gut kann. Dann versuch dein Glück. Okay, du willst das machen, oder? Ja, ich will versuchen, dass. Weißt du, nee, ich sitze hier mit Facepalm. Okay. Ich will meinen Eisendolch ein bisschen so anzünden, davor mich natürlich ein bisschen schützen, damit ich die Hitze nicht so stark spüre. Aber ich will versuchen, das irgendwie so durchzubrennen. Du hast Lederhandschuhe an, deswegen brauchst du dich dafür vor gar nicht zu schützen. Aber du kannst es auf jeden Fall machen. Du kannst also anzünden, machst du wahrscheinlich wie? Ja, ich müsste theoretisch noch die Fackel haben. Ja, die hast du auch. Nee, die hast du nicht. Hast du die oder hast du die nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die habe ich nicht mehr, weil die habe ich dann fallen gelassen, als ich Ludwig halt aus dem Feuer gezogen habe. Nein, du hast doch Franz angezündet, oder? Ach, ja, du hast aber auch. Doch, ja, gut, stimmt. Hast du dann nicht mehr, weil Franz dir auf jeden Fall aus der Hand geschlagen hat. Also, ja gut, die kann ich aber wieder gebrutzelt hat. Du kannst sie aber wieder nehmen, ja. Ja, dann mache ich das. Okay, und wie willst du dann dein Dolch anzünden? Ja, ich zünde ihn nicht an, sondern ich erhitze ihn so, damit er... Glüht! Halt glüht, damit er durchbrennt durch das Holz. Glüht durch Buddha. Hot Knife Challenge. Das braucht aber... Ja, genau. Braucht natürlich ein bisschen, bis es halt erhitzt ist. Und während es halt erhitzt, springen wir zu unseren anderen, die sich gerade hier erfreuen. Und ich merke gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Du nimmst nicht auf, oder was? Doch, ich nehme auf, aber ich habe aus Versehen auf Streaming gedrückt. Hallo Leute! Moment, das muss ich kurz nachschauen. Exklusiver Content hier, Leute! Exklusiver Content? Ihr habt es zuerst gehört. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz zugucken. Tschüss! Ciao, Leute, war witzig! Ja. Ist das Game noch an? Zuschauer. Ja. Hey, Zuschauer. Okay. Hallo, Zuschauer. Da, live, Player Unknowns Battlegrounds. Ja. Zwei Zuschauer. Okay. Scroll, du streamst zu viel. Dann darfst du das Video nochmal runterladen und da dran vorschneiden. Nee, ich lass mir einfach schicken. Okay, Alter. Ja gut, wir machen auf jeden Fall weiter. Live oder jetzt nicht live? Nein, nicht live. Er hat sogar ein Like dafür bekommen. Hey, komm, hier von mir kriegst du auch noch einen. Ich kann es auch durchlaufen lassen. Stell's auf die Karte. Nein. Oder nimmst du einfach das Spiel. So, jetzt mach weiter hier. Ja, genau, ich mach jetzt weiter. Ich hab das jetzt beendet. Ich brauche halt nachher die Aufnahme. Deswegen hast du den Sound gehört. Du. Nein, der kommt trotzdem. Nee, der kommt trotzdem. Also. Und deswegen hat er vielleicht das Abo bekommen. Ach so, stimmt, das kann sein. Aber jetzt mach weiter, Mensch! Ich hab das letzte nicht gestreamt.
Okay, du, wir gehen halt so, wir springen wieder nach drüben zu den anderen. Und ihr seid halt da und der gute Ludwig und Helena kommen halt jetzt an. Hallo! Mein Finger sieht ja scheiße aus. Und ich schaue in den Sonnenuntergang. Du, mein Freund, du brauchst auch mal wieder ein bisschen was von meinem guten Elfengraus. Früher, erinnerst du dich noch, als wir da zusammen hier durch die Wälder gezogen sind und wir immer uns so ein schönes Pfeifchen gegönnt haben, du? Und ja, natürlich erinnere ich mich daran. Er reißt Loom sein Pfeifchen aus der Hand und reicht es dir. Kriegt es gar nicht mit, ich bin immer noch verträumt. Und ich nehme es. Ich reminisiere über mein Leben, ob ich den richtigen Weg eigentlich. Kann ich es überhaupt nehmen, oder gar nicht frei? Ja, doch, sie stützt mich ja nur. Ja, genau. Ja, aber du hast in der anderen Hand den Stab. Ich weiß, aber sie stützt doch mich. Ich stütze mich ja nicht an ihr, sie kam ja zu mir. Okay. Ich kann ja alleine laufen, theoretisch. Ja, ja. Ja, deswegen, ich muss mit meiner freien Hand, tue es einfach in den Mund und zieh dran. Selbstverständlich. Okay, machst du. Ich erinnere mich an meine Heimat. Okay. Oh, ist so schön wieder heim. Du kommst Mana wieder. Nee, es passiert gar nichts. Ja, witzig. Aber ich muss jetzt mal, da guck dir den Finger an, wie er da hängt. Der Lappen. Ich muss ihn mal kurz heilen. Kannst du es lange halten? Und reich Franz sein Pfeifchen. Okay, Franz nimmt das Pfeifchen natürlich. Okay, dann. Bitte nicht nur den Finger. Er hat genau eine komplette Heilung. Ja, so genau, eine komplette Heilung. Ich... Alter, was lass will es der mal denn? Von Helena ab, weil die Heilung ist jetzt wichtig. Okay. Und lauf langsam rum vor Loom, dass er mich beachtet. Du fühlst dich bestärkt auf jeden Fall durch das Pfeifchen. Selbstverständlich. Loom, zeig mir deinen Finger sofort. Zeig mir deinen Finger. Den heile ich jetzt. Oh. Mach das. Mich heile ihn. Also ich versuch's zumindest. Okay, du zahlst also dein letztes Mana und heilst ihn. Ja. Und du würfelst für mich bitte auf Ludwig. Das ist doch einfach Magie, oder? Iggy. Ja, Iggy, richtig. Oh, vielleicht hätte er dreimal Intelligenz gesagt. Ah. Nee, hätte ich nicht. Ich wollte es nur nachlesen. Ich wusste es nicht mehr. Jetzt gib alles. Geschafft's? So knapp. Oh, geschafft, 13. Oh. Sascha, was sagst du mir Bescheid? Fällt 13, was bist du für ein Magier, Alter? Oder bei 35. Ich hab okay, noch andere Werte, die ich mal brauch. Also, du fängst also an und führst wieder so einen erhebenden Tanz aus, weil du bist halt jetzt auch durch das... Das nennt man auch Pole Dancing. Durch das Elfenkraut bist du halt jetzt gerade richtig, richtig gut dabei und denkst, oh, du bist der krasseste Magier-Druide auf der Welt. Super Heilung, Alter. Du musst halt jetzt hier alles geben, deinen ganzen Körper dafür einsetzen. Du musst eins mit der Natur sein. Durch das Elfenkraut spürst du die Natur um dich rum. Und du atmest tief ein, nimmst einen tiefen Zug Luft. Du kriegst einen Herzinfarkt. Heilung plus 1, ich seh's schon kommen. Und stirbst dann. Und du fängst halt grün an zu glühen und berührst langsam den Finger von Ästhetik. Und es sieht fast aus wie bei E.T. Nach Hause telefonieren. Ich könnte damit aufhören, bitte. So was nennt man, glaube ich, Fingern. Oh. Wow. Ist das mein epischer Leute, bitte. Okay. Und ihr habt auf jeden Fall, du berührst seinen Finger und Ästhetik, der wird halt. Er wird erfüllt von Energie wieder, die ihn durchströmt. Er spürt die Natur, er sitzt auf dem Boden, er spürt jedes einzelne Gras, das sich ihm gerade in den Arsch stupft. Jede Verwundenheit entwickelt sich, würde ich bitte sagen. Und aha. Dein Finger wird halt, dein Finger knackt ein paar Mal und er wird instant wieder gerade. Okay. Und du kriegst halt, 4, 4, ach komm, weißt du was? Ludwig, würfel mal aus, wie viel Heilung er kriegt. Er kriegt 1W6 Heilung. Achso, dann würfel ich nur 1, würfel ich dann. Pass mal auf. Toll, aber sein Finger ist geheilt dafür. Ein Leben. Aber er fühlt sich so richtig geil, Alter. Er fühlt sich geil, aber so, er hat diese megamäßige, supergeile CGI-Animation. Die offene Wunde ist quasi noch da, nur der Finger ist gerade. Hat die Knochen zusammengerichtet. Du fühlst dich aber wieder besser als Teddy. Toll. Dein Finger repariert, immerhin. Toll. Dafür habe ich 4 Mana geopfert. Ja, bitte. Ja, aber dafür sind wir jetzt innerlich verbunden.
Da würde ich eine Energie bekommen. Passiert das eigentlich irgendwas, wenn Magier in Null Magier? Also Magie. Mächtig. Du kannst ja nichts mehr wirken. Das ist richtig. Dann ist ja alles geklärt. Ja. Richtig. Kann ich jetzt wieder aufstehen, theoretisch? Und ein bisschen humpeln, rumhumpeln? Ja, ja, ich denke. Ich will mich nur auf den Wagen draufheften. Alleine, wenn's geht. Ja, du versuchst auf jeden Fall mal aufzustehen. Ich denke, das sollte möglich sein. Aber wir springen jetzt zu Rainer und Ding nochmal zu Rainer und Baku. Spring da drauf, während er das Rad so ab. Rainer und Baku. Baku, ja. dein Messerchen dürfte jetzt warm genug sein, dass du da durchschneiden kannst. Gut, dann wird da jetzt durchgeschnitten. Okay, du versuchst es also. Dann funktioniert, du musst gar nicht würfeln, das funktioniert sehr, sehr gut. Weil das eine erhitztes Messer, ja richtig, ein erhitztes Messer durch irgendwas durchzuschneiden, geht schon relativ gut. Ich hätte dich sogar machen lassen, wenn du das Ding irgendwie ein bisschen mit Schnaps übergossen hättest und dann angezündet oder sowas in die Richtung. Hat das jetzt geglüht? Es war extrem warm, ja. So eine 1000. bei der Fackel. 1000 Grad erhitzt. Erstmal geschmolzen, das Alter. Du musstest zwar ein bisschen hacken und sowas, aber du hast es durchgekriegt, schlussendlich. Und damit habt ihr jetzt das Rad. Nice. Meine Arbeit ist erledigt, jetzt bist du da. Alles klar, ja. Ich nehme das Rad und will es auf den Holzstamm da oder was es ist, aufstecken. Dafür musst du erstmal den Wagen hochheben. Wieso hochheben? Ja, weißt du, also ein bisschen. Hast du schon mal Reifen bei einem Auto rechts gewechselt? Nein. Okay. Da hebt man auch den Wagen an. Okay. Und falls du dich jetzt fragst, wie du das alte Rad abziehen konntest, das war ja kaputt. Aber du meinst, das Rad selbst ist nicht gebrochen, nur Speichen in. Ich hab gesagt, das Rad selbst ist auch scheißegal, ist in Ordnung, ist mir egal. Jetzt. Egal, das brauchen wir nicht mehr, wir nehmen es mit, schmeißen hinten drauf. Dann eben halt. Das ist das Steuerrad für Ästhetik. Baku, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt magst du mir nochmal deine Kraftleine und hier den Wagen ein bisschen anheben mit mir. Kraft. Leim, ja, Kraft, ne? Ich hol mal wen. Egal, dass der Einzige, der hin. Oder willst du sonst lieber das Rad aufstecken und ich hebe den Wagen an? Ja. Dann machen wir es so rum. Okay. Das wird nix. Also du übergibst ihm das Rad wahrscheinlich, oder? Ja. Zunder. Und? Knister. Das brennt schon. Nein. Ja, macht weiter. Ihr seid immer noch dran. Ja, dann gehe ich jetzt an den Karren und heb. Warte, vorne rechts war das Rad kaputt, hinten links, ne? Hinten rechts, glaube ich. Ist egal, da wo das Rad kaputt ist, will ich den Wagen anheben. Ja, machst du. Ja. Okay, dann gebe ich jetzt das Rad auf die Achse. Da haben wir jetzt zwei Räder drauf. Nein, ich habe das andere abgezogen schon. Das hast du abgezogen, da musst das du. Das hatte ich abgezogen. Das Rad. Nein, das war kaputt. Wusste er nicht, das war kaputt. Dadurch, okay, dass es gebrochen war, konnte er es halt einfach runterziehen. Ah, alles klar. Und selbst wenn doppelt halt besser. Ja, ein kaputtes Rad auf jeden Fall. Okay, also du steckst das Rad drauf und das ist halt drauf. Ja, jetzt wollen wir wieder den Keil rein und dann müssen wir nochmal den Keil suchen, damit wir das irgendwie wieder reinkriegen. Ja, gut. Ihr steckt das Rad drauf. Packt also das Holzstückchen rein und der Keil liegt eigentlich direkt daneben. Gut. Könnt ihr auch direkt reinstecken. Ja. Muss man das rein. Okay. Rein. Warum, Baku? Ich nehme an, ich muss wieder irgendwie ordentlich drauf klopfen, damit es fest ist. Ja, das ist richtig. Mit was willst du das machen? Ja. Ja. Genau, vielleicht. Habe ich festgestellt, dass es eine scheiß Idee war mit meinem Schwert. Oder mal, war ich eigentlich der Meinung, dass es... Ich mal kurz auf deinen Intelligenzwert gucken, dann kann ich dir sagen. Ja, hast du eine Rüstung an? Ich habe Lederkram an und eine Brustplatte. Okay, du bist intelligent genug, das hast sofort festgestellt, ja. Das ist keine gute Idee, war. Nee, dann nehme ich... Hast du festgestellt. Dann würde ich es jetzt nochmal probieren mit meinem kleinen Rundschild, der ja vermutlich handlicher sein wird. Wo ich hoffe, dass ich da besser drauf rumkloppen kann. Ja gut, mach das. Dann würfelst du für mich. Auf... Das, was du vorhin auch gewürfelt hast. Aber diesmal schlage ich doch von oben nach unten. Diesmal muss es doch einfacher sein. Als von unten nach oben. Stimmt, du benutzt zwar ein Schild. Du kriegst eine Erleichterung von mir. Boah. Von zwei. Auf jeden. Okay.
Ja, du, das ist nicht schwer, also so mit so einem Schild. Ach nicht, das ist nicht schwer. Mit so einem Schild auf einen Keil zu klopfen, sollte theoretisch nicht schwer sein. Okay, du hast gerade einen kritischen Fehlschlag überwürzt. Nein, habe ich nicht. Warte mal, um 2 sagtest du. Ja. Nein. Nein. Hey, kritischer Erfolg! Ja! Bei der Stärke. Oh, ich will nicht mehr! Okay, also du packst also dein Schild und du denkst dir so, wie ist es wohl eine bessere Idee? Sollst du jetzt einfach mit der Kante draufhauen oder mit der flachen Seite draufhauen? Und du denkst dir so, ja gut, komm, ich bin dumm, ich hau mit der flachen Seite, mit der flachen Seite drauf. Und ja, er fängt da dann an und hämmert da halt drauf. Es geht ein bisschen rein, aber schlussendlich hat sich nichts großartig getan. Und du siehst aber, du denkst, es ist fest und du würdest es nicht feststellen, dass er locker ist noch. So, was habe ich mir schon gedacht. Habe ich das gesehen? Dann wäre er los, ne? Du hast gesehen, dass er draufgehämmert hat, aber du hast gedacht, dass es auch, also du hast gesehen, dass er es gemacht hat. Mehr hast du nicht. Man prüft das sicherheitshalber nochmal. Jo, kein Vertrauen an mich, der Typ. Der Dude, Alter. Sehr gut, dann überprüfst du das. Ja, ich gehe währenddessen schon mal in Richtung der anderen, weil ich ja der Meinung bin, passt so. Um mir das mitzuteilen. Auf Intelligenz bitte für mich, Malix. Okay. Geschafft. Geschafft. Kritischer Fehlschlag. Das ist Bob. Theoretisch müsste ich jetzt machen, dass der Keil einfach wieder zurückschnellt. Er nimmt ihn noch aus, den Keil. Jetzt ist besser. Ja. Du denkst, es ist super fest, hey. Also, besser geht's nicht. Denkst du, es ist eingeübt und Rainer, hast du gut gemacht. Mal gucken, vielleicht hält's ja. Das ist so geil. Der geht so hin. Weißt du, stell dir das mal so vor, der geht so hin, guckt sich so an, wackelt so ein bisschen dran, es wackelt natürlich wie ein Kuhschwanz und er sagt so, Rainer ist super geil, Leute. Boah, ist das behindert. Ja. Darf ich jetzt auf den Karren? Wir switchen jetzt erstmal. Jetzt kommt ja Rainer, kommt jetzt erstmal zu der anderen Gruppe zusammen. Ja, gut. Leute, das Rad ist befestigt. Wir können endlich los. Ja, du, das ist ja super, hey. Das habt ihr gut gemacht, Bro. Ja, danke, Franz. Dann gehe ich auch in den Wagen rum. Wie kommst du denn da hoch, Alter? Mann. Wenn ich da hoch komme, kommt der da auch hoch. Du, der macht sich eine Wendeltreppe. Also während ihr euch Richtung Wagen bewegt, sagt der gute Franz so, also, wir machen das so wie geplant. Amira ist ja gar nicht da, die kenne ich ja nicht. Helena und Rainer, ihr geht nach vorne. Und wir wechseln uns bei der Hälfte ab, okay? Hand drauf. Er spuckt sie in die Hand und hält sie dir hin, Helena. Ich nehme den Finger einfach so und schüttel den, weil... Keine Ahnung. Ein bisschen damenhaft darf ich ja trotzdem sein. Das ist okay. Gut, dann haben wir das ausgemacht. Dann mal nach vorne mit euch und wir gehen nach hinten. Baku, weil du so gute Arbeit geleistet hast, hinten am Wagen hier das abzusäbeln, darfst du mitfahren, wenn du willst. Nö. Okay, dann nicht. Und er läuft halt in Richtung... Nein. Richtung Ding. Und Storm! Storm, Woher kommen die ganzen Namen? Ja, weil er hat meinen Nachnamen abgekürzt. Ja, richtig. Scheiße. Das ist sein Name, den er im Krieg hatte früher. Storm! Ja, so muss es schneller gehen. Ludwig von uns zu, der erste von uns zu Stormblade. Franz, was gibt's denn Schönes? Du, komm mal mit. Wir killen jetzt nach hinten und er stützt dich halt und nimmt dich jetzt mit. Ja, danke Franz. Wie damals. Damals war ich aber noch agil. Knackig. Ja, damals. Aber heute nicht. Er haut dir so mit den Ellenbogen so in die Seite rein, so wie das so cool macht. Und ihr geht nachher halt nach hinten und er setzt sich auf den Wagen. Und ja, an dieser Stelle springen wir nochmal rüber zu Amira. Ich sagen, die schläft. Okay, du hörst. Und jetzt switchen wir wieder rüber. Du hörst ein lautes Rumpeln in der Ding und das weckt dich auf. Oh, Leute, der bestiehlt sie. Okay, schreit sie mich so ganz erschrocken aus. So. Oh Gott. Wo bin ich überhaupt? Bin ich schon schwanger? Riech
ist aber gut. Alter. Soll ich das ausspielen? Hey, Fee, warte, liegt der Typ da noch neben mir? Du spürst, dass neben dir das Bett leer ist. Oh, okay. Da habe ich schon so verwundert, was passiert ist. Geht Tasti etwas verwirrt an die Stelle, wo eigentlich vorher jemand gelegen ist? Da ist nichts, immer noch. Okay. Weil du hörst halt, dass es vor dem Bett halt rumpelt und macht. Okay, und macht. Bestimmt kenne ich den Typen aus irgendeiner Diebesgilde. Deswegen meinte ich gerade das Kind, was Amira im Schlaf geboren hat. What the fuck? Was? Hey, fucking hell! Alter! Okay, bevor das jetzt hier noch weiter ausartet, hörst du einfach nur, wie etwas aufschreit vor dem Bett, läuft und plötzlich aus dem Fenster rausspringt. Das Fenster zersplittert natürlich in Scherben, tausend Scherben und du hörst halt, wie unten was auf dem Boden aufklatscht, mehr oder weniger, und laut aufschreit und halt wegrennt. Was zur Hölle? Mensch, der Weihnachtsmann. Okay, ich überlege gerade ernsthaft, die Flucht zu ergreifen. Das Problem ist, ich glaube, wenn die Leute rausgehen, fliege ich noch über das Geländer runter. Und plötzlich klopft es an der Tür so ganz laut. Bum, bum, bum. Ist alles in Ordnung bei euch da drin? Oder ist es hier nur eine von euren Spielweisen? Das weiß ich leider selber nicht. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Das ist auch neu für mich. Ich mach glaub, das nicht immer. Dem Herrn, der da mit dabei war, der ist irgendwie weg. Und ich vermute, der ist aus dem Fenster gefallen, so wie es geklungen hat. Soll ich mal kurz reinkommen hier? Ich zieh die Decke ein bisschen mehr an mir ran, weil ich so halt verstecken so. Und ja, kann von mir jetzt reinkommen. Okay, dann er kommt also rein. Lol, ist nicht abgeschlossen? Nö. Er hat wahrscheinlich Generalschlüssel oder sowas. Okay. Ja, er kommt halt rein und sieht cool, halt das. Ich hab halt das Gesicht so verstört zur Richtung des zerbrochenen Fensters und also nicht so recht, was ich von der Situation gerade halten soll. Ja, er kommt auf jeden Fall rein und du hörst halt, wie er reinkommt, ein bisschen reintrampelt und sagt so, hier ist ja alles kaputt, ey. Alles durcheinander und zerwühlt und mit Fenster kaputt, das Aufpreis und ich brauche erstmal einen Schnaps und geht raus. Ich würde jetzt auch kommen. Bester Gastgeber aller Zeiten. Ever. Okay, gut. Ich hab gehört, dass er wieder rausgekommen ist. Ja, du hast gehört, dass er wieder rausgegangen ist. Okay. Das muss erst aber kurz sacken, denke ich. Okay, gut, dann da ist gerade ein Typ aus dem Fenster gesprungen, ich habe keine Ahnung warum. Ja. Ja, dann switchen wir nochmal zurück. Verstört, im Bett zu sitzen. Was haben wir mit der Zeit gesagt? Wie lange ist der? Ja, ich wollte gerade sagen, so langsam kannst du. Achso, 30 haben wir gerade. Okay. Gut, Leute, wie es weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge von. Und jetzt alle im Chor. Lands of Arnhem! Das falsche Song. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüsse!